Dieser Mann hat einen ungewöhnlichen Beruf. Keine Reise ist ihm zu beschwerlich. Kein Weg ist ihm zu weit. Keine Frucht ist ihm zu sauer. Kein Geschmack zu fremd. Mark Brownstein, ein Amerikaner mit Sitz in Hongkong, sucht unbekannte Zutaten, um sie kreativen Küchenchefs in aller Welt zugänglich zu machen. Ganz im Süden Chinas liegt die Hauptstadt von Guangdong oder Canton, wie die Provinz früher hieß. Sie gilt als kulinarische Hochburg in China. Hier hält man Tradition lebendig. Hier gibt es ein super Essen, vor allem viele wilde und interessante Zutaten. Ich muss das alles sehen, alles essen. In China ist Mark meist mit seinem Freund Anthony Chow unterwegs, einem talentierten Küchenchef aus Shanghai. Sie sind an einem buddhistischen Feiertag angereist. Dann wird frühmorgens vor den Tempeln Markt gehalten und eine Frucht verkauft, die nur hier bekannt ist. Mark hat von ihr gehört, aber gesehen hat er sie noch nie. Was ist es und wie heißt es? Lian, die Händlerin, sagt, die Früchte heißen Foshu, was Buddhas Hände bedeutet oder Buddhas Finger. Ah, Buddha-Hand-Zitrone. Kocht sie damit bestimmte Speisen? Nein, keine Speisen, aber als Medizin ja. Und man isst sie als Obst, die Finger Buddhas, aber erst nach dem chinesischen Mondfest, wenn sie wirklich reif sind. Woran man das sieht? Wenn sie von unten her gelb wird, die Frucht, wie, na, wo ist denn eine? Diese da. Aber wenn du Suppe machst, wird es bitter. Die Schale ist bei manchen Pflanzen ziemlich bitter. Längst sind die Tempel wieder gut besucht in China, nachdem zu Maos Zeiten Religion verpönt war. Man betet und opfert für pragmatische Ziele, für gute Geschäfte, den rechten Ehemann, Gesundheit. Wegen ihres intensiven, frischen Geruchs, erfährt Mark, ist die Zitrone seit alters her eine beliebte Opfergabe in den Südprovinzen Chinas. Buddhas Finger stehen für Reinheit, auch im spirituellen Sinne. Viel los jetzt bei ihr. Lian, hör mal, wir finden deine Früchte echt gut und würden gerne mit in dein Dorf gehen und uns umschauen. Geht das? Schwierig im Moment. Du siehst ja, ich habe Kunden. Dem Charme der beiden kann sie am Ende nicht widerstehen. Vielleicht kaufen sie auch ordentlich. Nach 2 Stunden Busfahrt haben sich die drei gut angefreundet. Lians Dorf ist auf den Anbau von Buddha-Hand-Zitronen spezialisiert. Sie werden getrocknet und als Zutat für einen Erkältungstee verkauft. Für Mark und Anthony wird es nun spannend. Ist es die bittere Sorte, die nur als Medizin taugt, oder eine seltene andere? Schmecken süß, oder? Wirklich sehr süß. Das ist die richtige Sorte, die kulinarische Sorte. Wunderbar frisch riecht es im ganzen Dorf. Der Duft hält Moskitos und Fliegen fern, erfährt Anthony von Lians Vater. Und dass man die Zitronen vor allem verkauft, selten damit kocht, eigentlich gar nicht. Wenn überhaupt, gibt man sie an Hühnersuppe.
Derweil bringt Lian den Food Hunter zu einem der vielen Zitronengärten im Dorf, um die sich ihr Mann Leng kümmert. Jetzt, auf dem Höhepunkt der Saison, erntet er 200 bis 300 Früchte jeden Tag. Guck mal, die ist sehr schön. Riech mal. Jetzt riech halt. Musst ganz ran mit der Nase. So fresh, huh? I think it's, you know, exceptional. Die Frucht ist etwas Besonderes unter den Zitrusfrüchten. Die ganze Kraft des Zitrusöls, der ganze Duft, das Aroma ist in der Schale konzentriert. Noch bevor man sie schält oder anschneidet, ist alles erfüllt von ihrem Duft. Mein Mann lebt hier und ich bin in der Stadt. Nur so geht es. Er erntet die Buda-Zitronen, kauft auch von anderen Bauern und schickt mir 200 bis 300 jeden Tag in die Stadt, wo ich sie am Gongshao-Tempel verkaufe. Ja, wir kommen zurecht, aber ich bin immer getrennt von meiner Familie. Das ist schwer. Natürlich ist es schwer. Es ist nur für die Kinder, nur dafür. Anthony ist in westlicher wie chinesischer Küche ausgebildet. Aber Citrus medica sarcodactylis, wie die Frucht botanisch heißt, ist auch für ihn etwas Neues. This is my first time to cook this special fruit. Für mich ist es das erste Mal, mit dieser speziellen Zutat zu kochen. Ein wenig hatte ich gehört von der Frucht, aber noch nie gesehen, wie sie genutzt wird. Ich bin ziemlich überrascht, für die westliche Küche wird die Frucht gut funktionieren. Man kann sie kandieren, Sorbets daraus machen oder sie zur Entenstopfleber geben. Passt also auch zur extravaganten Küche. Den Restaurantchefs werden die Worte fehlen. Wenn du Zitrus thematisierst auf deiner Karte, ist das mehr als eine Zutat. Sie sieht extrem gut aus, duftet gut, sodass sie doppelt und dreifach wirkt. Ob süß oder herzhaft, in Drinks, Nachtischen oder als Dekoration. Ich sage mal, eine Zitrone wie diese, die gibt's nicht nochmal. Sieht aus wie eine Food Hunter-Entdeckung aus dem Weltall. Der Hammer, das Ding. The orchard from outer space. That thing is amazing, you know? Zurück in der Provinzhauptstadt. Die Kantonesen essen alles, was vier Beine hat, außer Tischen, und alles, was fliegt, außer Flugzeugen. Ein Klischee. Aber richtig ist, die Kantonesen lieben ungewöhnliche Zutaten. Und in dieser Straße kann man sie kaufen. Hey, was ist denn das? Sieht aus wie meine Pelzmütze. Es sieht eher aus wie Haare. Entschuldigung, wie heißt das Zeug? Fazai. Das Zeug heißt Fazai. Ein Gemüse? Ja, Gemüse. Kantonesen tun es in Suppen, in bestimmte Gerichte. Wow, sieht das cool aus. Anthony erfährt, dass das Haargemüse aus den wüstenhaften Provinzen im Norden Chinas stammt. Sie sagen, das kommt aus... Aus Flüssen? Nein, eine Art Gras. Aus dem Meer? Nee, aus der Wüste. Hübsch. Riecht nach gar nichts. Der Name Fazai bedeutet Haargemüse, aber auch wohlhabend oder reich werden auf Chinesisch. Das heißt, wenn du es isst, wirst du reich und glücklich. Oder so ähnlich. Eine Zutat, die Glück bringt. Ja, Kantonesen nehmen das ernst. Die lieben solche Speisen.
Das Aufspüren unbekannter Zutaten macht hungrig. Zum Glück ist die Provinz Guangdong noch immer eine kulinarische Hochburg in China, wo traditionelle Restaurants beste kantonesische Küche bieten. Die dampfgegarten Leckerbissen, genannt Dim Sum, sind Klassiker. Andere Speisen sind gewöhnungsbedürftig, Rinderpansen mit Chilitunke etwa. Versuch mal, ob wir was kriegen mit diesem Fa Cai, dem haarigen schwarzen Zeug. Lass mal kommen. Bedienung. Habt ihr irgendetwas mit Fa Cai? Nein, leider nicht. Ist doch von der Regierung verboten. Verbotenes Essen in China. Wieso das denn? Heißt das, es gibt nie mehr Fa Cai bei Ihnen? Leider nicht. Warum China die uralte Zutat zur verbotenen Speise erklärt hat, bleibt an diesem Abend unklar. Verbotenes hat ihn schon immer ganz besonders gereizt. Koloniale Prachtbauten aus einer Zeit, als China schwach war und Europa es ausbeutete. Auf der anderen Seite des Huangpu-Flusses liegt, einer Weltraumstation gleich, der Stadtteil Pudong. Als Traumbild, Urbild oder Trugbild von Chinas Wirtschaftsboom ziehen die Wolkenkratzer von Pudong, einige zählen zu den höchsten der Welt, Besucher aus ganz China an, die sich vor der Skyline ausgiebig fotografieren und stolz sind, dass ihr Land auf dem Sprung vom Entwicklungsland zur Weltmacht schon ziemlich weit gekommen ist. Mark spricht kein Chinesisch, aber ist wie immer mittendrin. Er ist oft in Shanghai, um den Top-Restaurants der 20-Millionen-Stadt seine Produkte anzubieten. Ich hatte Glück bisher bei der Suche nach Zutaten in China. Es ist schwieriger, als man denkt, trotz der großartigen Kochkunst hier. Aber Essen wird hier immer mehr industriell produziert. Natur verschwindet, Produkte verschwinden. Es war Glück, dass wir auf diese Buddha-Hand-Zitrone gestoßen sind. Hi. Anthony, hi. Hi, Mark. Hallo, Mark. Es ist alles vorbereitet. Du kannst kommen. So, can you come over? Ja, und kannst du etwas Gänseleberpastete mitbringen? Okay. Gut, bis gleich. Ich habe versucht, sie zu kandieren, die Finger von Buddhas Hand. Wir haben ja noch nie damit gekocht. Also wollen wir damit Test kochen. Vielleicht scharf anbraten und sie mit Essig ablöschen. Oder eben kandieren, für einen Kuchen zum Beispiel. Tür ist offen. Komm rein. Hey, Chefkoch, wie läuft's? Riecht gut hier. Ich habe es mal mit Kandieren versucht. Nur etwas vom Sirup. Hochintensiv. Also süß funktionieren die Dinger bereits. Dann probieren wir jetzt was anderes. Vielleicht passt Meersalz gut zu der super aromatischen Schale. Anthony ist überzeugt, dass teuerste Leberterrine noch besser passt. Das Zitrussalz wird in der Mikrowelle getrocknet. Anthonys Kreation kriegt eine Karamellkruste. Alter Balsamico drüber, fertig. Was soll denn das sein? Das Zitrussalz. Sieht gut aus, geraspelt, getrocknet.
salzig, zitronig, pfeffrig. Oh, das ist echt gut. Aber nicht so gut wie meins. Am nächsten Morgen will Mark die Buddha-Zitrone verkaufen. In einem der höchsten Gebäude der Welt, 492 Meter hoch. Ganz oben befindet sich ein Hotel der obersten Luxusklasse, dessen Küchenchef überraschend jung ist, der Österreicher Gerhard Passruger. Ich dachte, sie sei herb und bitter, aber sie ist süß und gut, wie ein Apfel. Es gibt eine andere Sorte, die immer etwas bitter ist, aber die hier ist süß. Man kann sie essen wie jedes Obst. Luschen! Chef Gerhard hat die verwegene Idee, österreichischen Mohnsamen und Rettich mit Buddhas Fingern zu kombinieren. Wenn denn die Aromen harmonieren. Großartig, wenn Leute wie Mark zu dir kommen. Und wenige Lieferanten haben das Verkaufen begriffen wie er. Wissen, dass sie mit dem neuen Produkt zu dir in die Küche kommen müssen. Wir Chefs sind überglücklich, Neues zu kriegen. Jungs, bringt mir ein Rinderfilet. Ein Rinderfilet, bitte. Die Idee ist, es bei niedriger Temperatur zu garen. Die Zitrone schneide ich in dickere Scheiben, wie ein Gemüse. Wenn wir das Ganze nun bei 62 Grad garen, nicht höher, sollte es nicht bitter werden. Falls doch, isst du es. Es sind feine Aromen, subtil, aber dennoch präsent. Und jetzt bedecke ich alles mit flüssiger Butter. Die fasst die Aromen der Minze und der Buddha-Zitrone zusammen. Für neue, verrückte Zutaten gibt es hier eher wenig Verständnis. Die Esskultur kommt aus alter Zeit und ist recht festgelegt. Wenn man nun etwas findet, das unbekannt, aber dennoch gut ist, dann ist das schon ziemlich erstaunlich. Und manche Funde, wie dieses Zitrusaroma, funktionieren sofort, auch für den europäischen Geschmack. Du musst also nicht anfangen, Fusion zu kochen. Du kannst sie verwenden wie eine Zitrone in Europa, aber sie hat eine ganz andere Textur. Das wird ziemlich gut rauskommen. Nach 3 Stunden wird sich zeigen, ob die Buddha-Hand-Zitrone in die Spitzenküche passt. Das Fleisch, dank Niedrigtemperaturmethode, super zart. Mohn und Minze für die Frische, sagt Chef Gerhard. Jetzt kommen die fein geschnittenen Buddha-Finger als Hauptgeschmacksgeber. Optisch funktioniert das Gericht schon mal, aber schmeckt es auch? Mark träumt schon davon, Buddhas Finger zu exportieren. Es funktioniert. Verblüffend, wie gut es passt zu dem eleganten Fleisch. Und Rettich und Buddhas Finger werden eine Art zitroniges Gemüse. Perfekt. Vielleicht lasse ich es in China eindosen. Ich bin dabei. Klar, ist ja dein Rezept. Ich rede mit den Hotels. Dann starten wir den Export in die USA. Ich glaube, ich wechsle den Beruf. Shanghai ist bekannt für sein Nachtleben. Mark verbringt den Abend im Internet. Er will mehr wissen über das haarige, schwarze Zeug, das er in der Stadt Guangzhou gesehen hat. Fazai, das verbotene Essen, geht ihm nicht mehr aus dem Sinn. Flagelliform nostoc heißt das Gewächs, findet er im Internet.
Doch dort wird es zugleich als Gras, Moos, Flechte, Alge, auch als Bakterium bezeichnet. Angaben sind widersprüchlich, alles sehr rätselhaft. Es ist eine Alge, die aus dem Ozean stammt. Wie kommt sowas in die Wüste? Eigenartig. Es ist ein 2000 Jahre altes Essen, das, wie es heißt, Gesundheit und Reichtum bringt. Heißes Zeug für den Foodhunter. Teures Zeug. Bis zu 800 Euro pro Kilo zahlen die Reichen in Hongkong oder Singapur für Fahrzeug. Kein Wunder, dass meist gefärbtes Gras als Fahrzeug verkauft wird. Um das echte Fahrzeug zu finden, will Mark dorthin, wo es wächst, in den wüstenhaften Nordwesten von China. Hallo Anthony, ich bin's. Ja. Hör mal, könntest du vielleicht zwei Tickets nach Yinchuan buchen? Sofort? Und ein gutes Auto? Ein Freund hat Anthony skizziert, wo sie einige Fahrzeugsammler finden können. Nach dem Plan folgen wir dieser Straße immer an der großen Mauer entlang, bis eine Lücke kommt. Dann links. Da ist die Lücke. Die große chinesische Mauer, vor über 2000 Jahren zum Schutz vor Reiternomaden gebaut, markiert heute die Grenze zur inneren Mongolei. Hier sammelt Tian Yanggui, ein Bauer, jene teure Zutat, die reich und glücklich macht. Nach 3 Stunden Aufstieg findet Tian seine Freunde. Hey, habt ihr welches? Ruft er. Tian und seine Freunde sind einfache Bauern. Im Spätherbst, wenn in der Landwirtschaft nichts mehr zu tun ist, verdienen sie sich mit dem Sammeln von Fahrzeug ein wenig Geld dazu. Es wächst nur auf Sandböden neben Grasbüschen, quasi aus dem Nichts. Fazai ist den Algen, die Aquarien verunstalten, eng verwandt, hat Mark gelesen. Aber was ist das schwarze Zeug genau? Es ist proteinreich, aber völlig geruchlos und ohne jeden Geschmack. Fazai zählt zu den teuersten Zutaten in China. Das nehme ich, um meine Hochzeit zu bezahlen. Wann beginnt denn die Saison? Naja, es wächst, wenn es regnet. Wann am besten? Jetzt im Herbst, da wächst viel auf einmal nach dem Regen. Ehrlich gesagt, bei uns hier ist das Zeug keiner. Wir sammeln es nur und verkaufen es nach Südchina, nach Guangdong und Hongkong. Es ist nur für die Reichen, verstehst du? Die essen es, um reich zu werden oder zu bleiben. Das Wort Fazai hat ja eine doppelte Bedeutung. Es bedeutet Haargemüse, wie auch glücklich werden, reich werden, verstehst du? Fazai, Fazai, das ist ein Wortspiel. Wird man wirklich reich? Ja, weiß der Teufel. Wenn man reich wird, will ich auch reich werden durch Fazai. Wie Sie, nur ein bisschen. Aber in China werden nur die Reichen reich. Ich höchstens ein bisschen. Endlich kann Mark Brownstein das echte Fazai kosten. In einer Pilzsuppe. Hier in der Wüste tut es für den Feinschmecker auch eine Tütensuppe. Tian und seine Leute säubern derweil das Fazai sorgfältig von Schmutz und Gras. Es wird in Wasser gereinigt und getrocknet. Nur, wie schmeckt es eigentlich? Und wenn es schon nicht reich macht, macht es wenigstens glücklich?
Ist gut. Es hat in der Tat einen Wohlfühlfaktor, wenn du es kaust. Es hat ein gutes Mundgefühl und eine Note von Meer. Es nimmt jeden Geschmack an, den man dazugibt, so gesehen. Ein Glücksgriff. Hier ist es sehr abgelegen. Wächst Fazai nur hier? Hier wächst es. Und wo ich wohne, da wächst keins. Vor allem aber sind wir hier weit weg von der Straße. Hier findet die Polizei nicht her. Die Regierung hat ja verboten, Fazai zu sammeln, zu handeln, zu essen. Deswegen sammeln wir es heimlich. Verstehe. Alles geheim. Was ist denn falsch an Fazai, dass man es nicht mehr sammeln darf? Naja, das Grasland wird zerstört. Leider. Es stimmt auch, wenn zu viele hier Fazai holen, mit großem Gerät, wird die Steppe zur Wüste. Dann haben selbst die Schafe nichts mehr zu fressen. Das Problem ist, dass der Lebensraum hier zerstört wird von den Leuten, die hier reinkommen, um mit schwerem Gerät im großen Stil Fazai zu holen. Die Jungs, mit denen wir hier sind, mit ihren feinen Rechen, sind sehr fürsorglich und zerstören überhaupt nichts. Aber ich denke, das Verbot ist wichtig, weil so die Umwelt geschützt wird. China hat ja große Probleme mit Naturverlust, Wald, der verschwindet, Wüsten, die sich bilden und so weiter. Ich meine, ich verstehe das. Ich weiß nicht, ob man noch etwas tun kann mit Fazai. Ich habe von einem Wissenschaftler in Yunnan gehört. Ich besuche ihn, vielleicht ergibt sich etwas. Mark und Anthony fliegen in den äußersten Südwesten Chinas, in die tropische Provinz Yunnan. Hier lebt der deutsche Biologe und Naturschützer Josef Markgraf. Die tropisch verschlafene Kleinstadt, in der er sich vor 10 Jahren niederließ, ist längst zu einer modernen, gesichtslosen Großstadt mutiert. Ein Schicksal vieler Städte in China. Nur auf einem Hügel über der Stadt ist die Welt noch in Ordnung. Hier betreibt Josef ein Forschungszentrum. Er hilft den Minderheiten, die hier die Berge bevölkern, ihre traditionellen Produkte ins Ausland zu verkaufen. Lange arbeitete er in der internationalen Entwicklungshilfe, bis er dem Charme seiner Frau Ming Gu erlag und mit ihr eine Familie und eine Firma gründete. Wir gehen ins Labor. Wird es weich beim Kochen? Ja, und sieht hübsch aus in Speisen. Ziemlich haarig, das Ding. Moosig. Ich dachte, es ist ein Moos. Was ist das eigentlich? Ein Gras oder Moos? Weder noch. Es ist offensichtlich eine Blaugrünalge. Die ist wirklich speziell, weil sie taxonomisch zwischen den Pflanzen, Bakterien und Pilzen liegt. Sie bildet eine eigene Entwicklungslinie, die sehr früh entstanden ist in der Geschichte der Evolution. Wir sollten nachsehen, ob es Zysten hat. Deshalb habe ich euch gebeten, etwas Boden mitzubringen. Den schütte ich jetzt auf ein Blatt und schaue nach Zysten. Aus ihnen würde sich das Gewächs sofort vermehren, wenn wir Regenwasser drüber gießen. Nun müssen wir eine Woche warten, dann sehen wir, ob das Fazai wächst. Das wäre der erste Schritt für eine Zucht. Das wäre ja eine prima Alternative. Schauen wir mal in einer Woche. Muss es warm gehalten werden? Sonnig. Jetzt ein Drink drauf. Jetzt machen wir den Vertrag.
Weil Essen in China zunehmend industriell erzeugt wird, haben Märkte oft nicht mehr den alten Reiz. Aber hier, im tropischen Süden der Provinz Yunnan, ist noch die ganze Vielfalt der Natur im Angebot. Vieles gedeiht nur hier, die riesenhafte Wildbanane etwa. Oder diese schmackhafte Bohne, die zugleich Strahlenschäden im Körper lindert. Die Pharmaindustrie interessiert sich sehr dafür. Vieles hier haben selbst Profis wie Anthony und Mark noch nie gesehen. Chenomelis chinensis, die chinesische Quitte, wird in sauren Soßen verwendet und macht das Fleisch zart. Hat fast Gewürzqualität. Ich liebe Quitte. Doch dann werden diese unscheinbaren Samen die Foodhunter-Entdeckung des Tages. Vorsicht, ein Same genügt. Da habt ihr das teuerste vom ganzen Markt. Ein Same kostet 1 Euro. Es ist von einer seltenen Magnolienart und dient als Medizin und Gewürz. Sehr stark. Es wirkt schon verblüffend, nicht? Ja, Minze und mehr. Es wirkt unmittelbar auf das vegetative Nervensystem. Ein Same kuriert dir eine Magenverstimmung auf der Stelle. Es ist eine seltene Art inzwischen und wir müssen sie erstmal der Natur erhalten. Es ist ein Baumriese im Regenwald. Der Regenwald ist fast völlig abgeholzt, für Kautschukplantagen zumeist. Nur vereinzelt stehen noch die großen Magnolienbäume. Jeba Jiao heißen sie und sind so wertvoll, dass die Dörfer sie in der Saison bewachen, rund um die Uhr. Ihr könnt sammeln, aber nur wenig, sagt der Baumwächter. Firmen hätten die wertvollen Bäume abgeholzt, für Plantagen. Jetzt seien nur noch wenige übrig, erfahren sie. Also die Samen sind eigentlich in einer Kapsel drin, immer 5 oder 7, sagt der Baumwächter. Wenn sie reif sind, dann platzt die Kapsel und fällt runter. Hochklettern geht nicht, viel zu hoch, zu gefährlich, hört Mark. Und dass dieser Baum derart viel aromatische Öle produziert, dass selbst die Rinde als Gewürz verwendet wird. Wenn wir nichts tun, wird diese Art verschwinden. Wenn so ein Baum immer wertvoller wird, so eine Art Gold, kommt der Zeitpunkt, an dem man ihn nicht mehr schützen kann gegen Wilderer. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass die Art überlebt. Wir müssen Setzlinge ziehen und sie in den Farmen wieder auspflanzen. Doch nicht nur dafür werden Samen gesammelt. Sie haben vielfaches Potenzial, meint Josef. Zugleich experimentieren wir, was man mit dem Aroma der Samen tun könnte. Es gibt ja ein großes Wissen hier. Wir leben hier in einer Gesellschaft, für die Essen und Medizin komplett identisch sind. Hier hat man tausende Jahre Erfahrung, dies und das zu probieren und zu kombinieren. Und diese, ich nenne es Wissenschaft, ist so profund in China, die holt unsere westliche Wissenschaft niemals ein. Sie ist einfach viel besser. Während Mark mit den Magnoliensamen experimentiert, destilliert Josef einen Schnaps aus Drachengalle. So heißt eine Wurzel, die dem europäischen Enzian verwandt ist. Und Anthony, der junge Küchenchef aus Shanghai, staunt über die vielen Schätze in Josefs Dschungellabor. Okay, das wird nun eine halbe Stunde dauern, bis die Destillation beginnt. Das ist ein Weg, um ein lokales Kraut in Wert zu setzen.
Wir wollen ein Produkt schaffen von erlesenem Geschmack, das weltweit vermarktbar ist und damit hilft, die biologische Vielfalt der Arten hier zu schützen. Damit sich die hocharomatischen Öle der Samen lösen, hat er sie in Alkohol eingelegt. Darauf ein wenig Wasser. Fertig ist ein chinesischer Pernod. Für den ersten Versuch mit der Magnolie ist das Ergebnis gar nicht schlecht. Sehr komplex, sehr nah dran an den besten Anisés, Pernods oder Pastis. Naturbelassener eben, rauer. Es ist hier noch kein Zucker drin. Es passt zu Fischgerichten, zum südfranzösischen Stil insgesamt. Es braucht aber etwas Fruchtiges oder Süßes dazu, Honig etwa. In Drinks, sogar in Glacés wäre das wunderbar. Nebenan ist es soweit und Josefs chinesischer Enzian kann frisch destilliert probiert werden. Hübscher Drink, Doktor. Gut für die Leber. An der Stelle kann ich Hilfe gut gebrauchen. Die Geschmacksknospen des Foodhunters sagen, gut, aber geht besser. Warum nicht eine Kombination versuchen mit der anishaften Emulsion aus den Magnoliensamen? Ein Tröpfchen nur, das Zeug ist extrem stark. Was passiert damit? Wahnsinn. Der Enzian ist delikat. Vielleicht zu viel Magnolie, aber die Geschmackskombination ist gewaltig. Frühmorgens in den Megastädten Chinas beginnen die Menschen, vor allem die Rentner, den Tag mit dem Volkssport Tai Chi oder mit Schwert-Tai Chi. Wenn ihm das Frühaufstehen einmal ausnahmsweise gelingt, übt auch Mark Brownstein ein wenig mit. Mark ist wie ein großes Kind. Er will eigentlich immer zu spielen. Aber ich muss sagen, er kommt mit jedem klar. Egal wo und ganz egal in welcher Kultur. Deshalb reise ich mit ihm, wann immer ich kann. Man lernt etwas, es ist immer was los und immer sehr lustig. Ist das die Frucht oder die Kapsel? Es ist der Samen, der aus einer größeren Samenkapsel kommt. Und wenn du ihn aufknackst in einem Mörser, siehst du, was das Zeug drauf hat. Schau, wie die Öle rauskommen. Hier. Es wird medizinisch genutzt, aber niemand nutzt es bisher kulinarisch. Dann setzt Mark als Geheimwaffe die alkoholische Essenz ein. David Laris ist berühmt für seinen Stil beim kreativen Kochen. Er bedient sich aus allen Küchen der Welt. Die beiden kennen sich. David Laris war der erste Top-Chef, der von Mark kaufte. Hat nichts zu tun mit dem, was man normalerweise in der Küche hat. Wird nicht einfach, aber wird schon werden. Die Samen mit Salz und Pfeffer mörsern. Chinesische Quitte in eine Sahne-Weißwein-Reduktion. Jetzt die neue Wunderessenz dazu. Dann einen Hummer sanft gar ziehen lassen. Auf Kürbispüree dann die Hummermedaillons anrichten. Die
Wundersoße mit dem leichten Anisgeschmack dran geben. Dann wird's spannend. Diese Zutat funktioniert tadellos für mich. Einzigartig, herrlich, wunderbar. Selbst mit dem Wein, den wir drin haben, passt wunderbar zusammen. Weißt du was? Das Zeug bleibt hier. Das kommt auf die Karte. Statt Sahne nun Apfelstücke. Am besten nimmt man einen Klarapfel. Fruchtsäure soll die starke Anis-Lakritz-Essenz ausbalancieren. Flambieren verbindet die Aromen. Und der starke Alkohol muss weg. Noch einmal Hummerschwanz dazu. David Laris, ein Australier, liebt gewagte Experimente in der Küche. Meistens gelingen sie. Mal sehen, ob die Fruchtsäure mit der Wunderessenz zusammengeht. Es wäre super, selbst zu reisen und solche Zutaten zu finden. Leider sind wir Chefs völlig von unseren Restaurants vereinnahmt. Qualitätskontrolle, die Gäste. Bleibt nur Typen wie Mark, es für uns tun zu lassen. Zum Glück hat er auch immer was, wenn er zurück ist. Anthony, ich bin's. Hi. Ich wollte noch mal sagen, danke für alles. Gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die nächste Food Hunter Mission. Das wird bestimmt wunderschön. Anthony hat erst mal Besseres zu tun. Er wird heiraten. Doch schon bald werden die beiden wieder im Reich der Mitte unterwegs sein, auf der Suche nach Chinas unentdeckten Köstlichkeiten.